Nach dem Sandstrahlen zeigt der Pizzaflitzer uns jetzt sein nacktes Blech. Das Resultat? Jede Menge Löcher, verursacht durch Rost. Christian weiß das aus langer und leidvoller Erfahrung. Hallo, da ist das Prachtstück. Ja. Leider ein bisschen mehr an Löchern rausgekommen, als wie man es auf den ersten Blick vorm Strahlen gemeint hat. Ja, man sieht schon, das wird noch ein Haufen Arbeit. 6 Wochen harte Arbeit hat Christian für den Aufbau des Pizzaflitzer kalkuliert. Die Anfälligkeit des Mini für Rost hat er natürlich auf dem Zettel. Denn diese Schwäche haben alle Autos der 60er und 70er Jahre. David, Herr Rossi ist da, hilf mir mal abladen bitte. Warum stehen 2 Männer eigentlich auf ein typisches Frauenauto? Das Auto hat mich einfach fasziniert. Die 3 Meter Länge, diese Technik, die in dem Auto drin steckt. Ja, damals haben die Mädels auch gewusst, dass sowas wie ein Coupé schnell war und vielleicht interessant. Diese Sportlichkeit, die das Auto hatte, war irre. Frauenauto, das war gestern. Wir bauen aus dem putzigen Minivan einen echten Racer. Erster Schritt, den Überrollkäfig an die Karosserie anpassen. Christian schneidet erstmal Löcher für die Käfighalterung. Dann mal rein mit dem guten Stück. So sind auch die schnellsten Pizzaboten der Welt sicher im Großstadtdschungel und auf der Rennstrecke unterwegs. Fertig! Der Überrollkäfig passt, wackelt und hat Luft. Oder, Lina? Da komme ich mir vor wie Tweety bei Bugs Bunny. Hoffentlich komme ich hier wieder raus. Christian sorgt für Frischluft. Alle vom Rost zerfressenen Bleche müssen raus und werden durch neue ersetzt. Echte Knochenarbeit. Sehen wir, 50 Minis habe ich bestimmt schon aufgebaut, komplett. Aber hassen tue ich es nach wie vor. David bereitet schon mal ein Austauschblech vor, während Christian den Mini weiter malträtiert. Wer so hart arbeitet wie Christian und David, der hat sich auch mal eine Pizza verdient, oder? Gleich mal eine bestellen. Napoli und die 2. Salami. Und weg damit. Wunderbar. 30 Minuten warten und dann gibt's Pizza. So, den ersten Teil haben wir. Es geht halt jetzt noch 1,5 bis 2 Tage so weiter. Das Wochenende steht vor der Tür. Jetzt müssen wir halt das Wochenende nur durcharbeiten. Aller Anfang ist schwer. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Lina unterstützt die Jungs nach Leibeskräften. So, schönen guten Tag, Pizza. Ah. So, da hätten wir 2 große Pizzen. Dankeschön. Schönen Grüßen von Lina. Ah, danke, Lina. Hey, Christian, wir haben 2 Pizzen von der Lina bekommen. Super geil. Ich komme. Lina weiß, Motivation geht durch den Magen. Schweißen, flexen, hämmern, das kostet Kraft. Diese Pizza haben sich Christian und David wirklich verdient. Jungs, weitermachen. Keine Verschnaufpause. Christian und David machen den Minivan fertig für die nächste Ausfahrt. Anschnallen und los geht's. Doch wohin eigentlich? Einmal anmalen bitte. Ab mit dir zum Lackierer.